Wow, so viele Menschen. Und ich bin der Einzige, der die falsche Richtung schaut. Wenn ich daheim aus dem Fenster schaue, dann rennen vor meinem Block all die Jogger vorbei. In einer schwarzen Leggings und mit mehr Elektronik am Handgelenk als ein Astronaut. Sie kommen aus ihrem Grossraumbüro, streben Richtung Bremgartenwald. Und ein Jogger fällt mir dabei immer besonders auf. Ein Mann zwischen 40 und 60 mit einem roten Stirnband. In einer Riesengruppe von Swiss Medic Mitarbeitenden aus der Hallerstrasse. Er lässt sich halb aus seiner Gruppe zurückfallen, schert dann aus, raucht hinter unserem Container für grüne Abfuhr ein paar Zigaretten, bis seine Gruppe wieder in sein Blickfeld kommt. Über diesen Mann könnt ihr den ganzen Tag staunen. Der Alltag ist ein Rätsel, nicht? Es gibt Zahnpasta mit Speckgeschmack. Ein Schild, Grundstück betreten, verboten, mit auf dem Grundstück. Wenn meine Gefährtin stirbt, erbe ich dann ihre Kumuluspunkte. Und was gibt es Rätselhaftes als ein komplett leerer Zugwagen und jemand hockt genau neben euch ab? Ich weiss, ich sollte das nicht mehr machen, weil es ist so gruselig. Oder das Rätsel von den Filzstiften. Wenn ein Filzstift nicht mehr schreibt, warum schießen die Kinder nicht einfach fort? Warum tun sie ganz automatisch zurück in die Schachtel und probieren einen anderen ausgerechneten aus für ihr Mandala? Grosse Rätsel, wenn ich darüber ein Buch schreibe. Und dann läutet das Telefon. Der Kindergarten, der Bub ist krank. Nein, der ist nicht krank, der simuliert. Mal ist er krank, er hat Fieber. Nein, der hat nicht Fieber. Wir haben gestern zusammen E.T. geschaut. Wahrscheinlich hat er das Thermometer gegen die Lampe gehabt. Und gewartet, bis es glüht, dann hat er ihn hineingelegt. Ob nicht, sie können holen, fragt die Kindergärtnerin. Oder ob sie die Kinderschutzbehörde informieren müssen. Also bin ich holen, der ganze Weg ist ein Schlapp auf meinen Armen gelegen. Aber kaum sind wir daheim, kommt er drauf und ab und will mit mir schuten. Ab ins Bett mit dir, ich will dich nicht mehr auf deinen Beinen sehen. Papa, ich weiss nicht, was machen. Lies ein Buch. Ich bin 5, ich kann nicht lesen. Du ein Mandala ausmalen. Papa, die Filzer gehen nicht mehr. Schau irgendeinen Dokumentarfilm. Papa, die Dokumentarfilme sind immer so traurig. Sie zeigen irgendeinen rosaroten Delfin und dann sagt der Mann vom Fernsehen, also was ihr hier seht, ist so gut wie ausgestorben. Das ist die heikelste Stelle für mich heute Abend. Was ihr hier seht, ist so gut wie ausgestorben. Ich bin ein Erwachsener, der probiert, ein Kind nachzumachen. Der probiert, einen Erwachsenen nachzumachen, der zu Kindern redet. Item. Papa, ich weiß immer noch nicht, was machen. Bub, als ich ein Kind war, da ist krank sein so gegangen. Man liegt zudeckt bis zum Haus im Bett, überkommt einen Zibbelenwickel und wenn man das Thermometer verbeißt, stirbst du an einer Ladung Quecksilber. Und jetzt lass mich arbeiten. Papa, warum hat der Mensch zwei Nasenlöcher? Für das du beim Nasenbohren nicht versteckst. Ich bin ins Arbeitszimmer, habe arbeiten. Das heisst, für in die richtige Stimmung zu kommen, habe ich zuerst mit schwarzem Marker die grauen Haare an meinen Schläfen übermalen. Noch so ein Rätsel, wieso übermale ich meine grauen Haare, die sind gar nicht schwarz, sondern violett. Der Bub ist hinter mir gestanden. Was ist? Papa, versprichst du mir nicht, verrückt zu werden? Was ist? Ich habe deine Cowboy-Stiefel angelegt, du Bein über dem Balkongeländer bambeln. Beinstiefel sind runtergefallen. Ja gut, gehen wir sie holen. Die Stiefel sind auf einen Lastwagen gefallen. Der Lastwagen ist davor gefahren, holländisches Nummer. Ich habe gemeint, du könntest nicht lesen. Der Alltag ist ein Rätsel. Aber es wäre ja so einfach, mal aus dem Alltag auszubrechen. Wir müssen doch nur mal im Hallenbad querschwimmen. Wir müssen nur mal verkehrt durch einen Kreis fahren oder einen Polizist anhauben, für das Reim aus dem Weg geht. Zum Alltag ausbrechen. Wir müssen nur mal eine Fasnacht durch all die Konfetti mit einem Laubbläser. Oder mit der Dentalhygienikerin zusammen Zahnseide verhäkeln. Wir müssen nur mal eine Nasenböcke aus dem einen Nasenloch rausnehmen und in das andere Nasenloch drin tun.
Oder die Deckel vom Tintenkiller vertauschen und dann den Kindern zuschauen, wie sie mit dem falschen Ende im Aufgabenheft rumkillern. Dabei gehe ich gar nicht in die Dentalhygiene. Wenn ich weiser in die Zähne will, gehe ich ins Solarium. Der Bub ist wieder hinter mir gestanden. Papa, ich bin im Fall wirklich krank. Ich weiss. Wir haben auf den Schoss genommen und dann haben zusammen auf YouTube eine Elefantengeburt geschaut und eine Giraffengeburt und eine Kuhgeburt. Bei der Menschengeburt haben wir den Ton abgestellt. Und ich schaue aus dem Fenster und sehe einen verzweifelten Lastwagenfahrer, der den Ausweg aus diesem verpollerten Quartier sucht. Im Alltag ist ein Rätsel, aber manchmal ist es zauberhaft. Und mein Mitbewohner fragt mich, du, was will er mal werden, die Bub? Hebamme. Die Mutter von meinen Kindern, meine Gefährtin, es ist eine riesen, mega lange Liste, was sie alles erledigt und managt für die Familie. Der Kleiderumsatz von ganzen Brut, der Wagenfuhrpark, mein Verhältnis zu meiner Mutter. Aber sie ist halt auch nicht immer da, wenn man sie braucht. Freddy, sage ich zu meinem Mitbewohner, tu deine Masterarbeit auf die Seite, ich brauche deine Hilfe. Die Mittlere hat morgen Geburtstag, sie hat 8 Kinder eingeladen, morgen ist hier die Hölle los. Delegier so deine Bibel, das ist doch die Meisterin von der Schatzsuche, der CEO der Familie. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sagte mich so eine Kindergeburt auch mal gern. Und das geborene Kind ist einverstanden. Nein, sie findet es einen Skandal. Sie erwartet den Weltuntergang. Sie liegt mir durch die Ohren mit dieser Geburitorte, die er mal mitgegeben hat. In die Schule. Himbeerroulade aus dem Migros. Papa, du hast mich vor all meinen Mitschülern lächerlich gemacht. Und wie willst du die Leistung jetzt toppen? Weisst doch auch nicht. Ich denke, die blasen ein paar farbige Ballone auf und du verklüpfst King mit deinen Riesenfüßen. Apropos Ausbrechen aus dem Alltag. Vorletzt bin ich ins Migros. Bin direkt an die Kasse, habe den Trennstab auf die Förderbank gelegt, weil ich den Trennstab kaufen wollte. Die Verkäuferin hat den Trennstab auf die Seite getan. Ich habe ihn wieder hergetan. Sie tut ihn auf die Seite. Er ist der kurzwilligste Morgen in meinem Alltag geworden. Merci vielmals.